mein Name ist Holger Wulschner. Wir sind hier heute in Großviehlen auf unserer Anlage und haben heute ein heißes Thema. Das heißt, wie finde ich das richtige Pferd? Aus meiner Erfahrung und aus der Erfahrung von Andreas, glaube ich, können wir euch heute vielleicht ein paar Tipps und Ratschläge geben, worauf ich achten muss, wenn ich ein Pferd kaufe. Mein Name ist Andreas Kreuzer. Ich bin heute auch dabei und versuche auch meine Erfahrungen im Hinblick auf die Pferdesuche mit einzubringen. Ja, die Suche nach einem neuen Pferd ist natürlich was ganz Besonderes für jeden. Denn es geht nicht darum, sich im Geschäft etwas auszusuchen, was man mal eben wieder umtauschen kann, sondern es geht wirklich darum, einen neuen Sportpartner zu finden, mit dem man wirklich täglich arbeiten will, arbeiten darf und gemeinsam in die Zukunft gemeinsam geht. Und deswegen hängen da natürlich auch emotionale Themen dran. Da den Einklang zu finden, ist, glaube ich, was ganz Besonderes und für jeden wirklich was ganz Spannendes. Dabei ist natürlich die Vorbereitung ganz, ganz wichtig, denn wichtig ist, dass man sich im Vorhinein Gedanken macht und da natürlich eine genaue Zielsetzung zu haben, ist das A und O, um dann auch wirklich gezielt suchen zu können und dann auch wirklich das passende Pferd zur passenden Zeit nachher finden zu können. Man muss natürlich sich vorher im Klaren sein, was stelle ich für Anforderungen an das Pferd, wie ist meine Reiterei beschaffen, was will ich damit erreichen? Glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Faktor, bevor ich auf Suche gehe und mir ein Pferd ansehe, was für meinen Sport in Frage kommt. Also sprich, wie alt muss das Pferd sein? Welchen Ausbildungsstand muss das Pferd haben? Dann mache ich mir sicherlich Gedanken erstmal, welche Erfolge das Pferd hat, wo ich was reiten möchte. Dann ganz klar in für mich erster Linie die Gesundheit. Ich bin vielleicht ein bisschen penibel, vielleicht auch ein bisschen gebranntes Kind. Ich bin des Öfteren schon mal nach Hause gefahren, obwohl ich das Pferd leiden machte auf dem Turnier. Aber das hat einfach vom Fundament nicht gepasst. Wir müssen am Ende auch gesunde Pferde haben. Was natürlich auch ganz entscheidend ist auf der Suche nach einem Pferd, ist erstmal sich mit einem selber als Reiter auseinanderzusetzen. Das heißt, was bin ich für ein Typ Reiter? Was ist mein System des Reitens? Was ist meine Zielsetzung? Und was dementsprechend brauche ich eigentlich für ein Pferd, das zu meinem Reiten passt, das ich auf einen guten Weg bringen kann und auch langfristig gut im Sport halten kann? Ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt vor jeder Pferdesuche, dass ich wirklich mich selber da ein Stück weit hinterfrage, überlege, wo sind meine Stärken, wo sind vielleicht auch meine Schwächen und welches Anforderungsprofil ergibt sich dementsprechend für das neue Pferd. Und ich denke, da muss jeder für sich einfach ganz individuell überlegen, was für ein Typ Pferd liegt mir, brauche ich eher ein bisschen mehr Blut, brauche ich eher ein bisschen weniger Blut, brauche ich ein größeres Pferd, brauche ich ein kleineres Pferd, wie muss das Pferd charakterlich sein, ist es bei mir so, dass ich eher ein Pferd brauche, was gut zum Sprung hinzieht, oder brauche ich eher ein Pferd, wo ich selber mehr reiten kann. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste in Verbindung mit seinem Trainer, wirklich zu überlegen, wo wollen wir hin? Und um dann erstmal zu überlegen, welche Ansprüche sportlicher Natur haben wir überhaupt an das Pferd? Welche Qualitäten muss das Pferd mitbringen? Dann versucht man zu überlegen, gegebenenfalls, was haben wir auch an anderen Pferden? Was würde da am besten reinpassen? Oder ist es das eine Pferd, mit dem man einen Weg gemeinsam gehen will? Um dann auch ein Stück weit die Altersstruktur festzulegen, die Erfahrung, die das Pferd mitbringen muss. Ist es ein Pferd, wo wir versuchen, den nächsten Schritt mitzumachen, um auf das nächste Level zu kommen als Reiter? Dann macht es natürlich Sinn, auch ein erfahreneres Pferd zu haben, das dem Reiter auch ein Stück weit die Sicherheit geben kann. Hat man vielleicht dieses ältere Pferd und versucht eher, sich schon wieder die nächste Generation nebenbei aufzubauen? Also man versucht einfach wirklich zu überlegen, was ist die Zielsetzung, wo wollen wir hin, welche Mittel haben wir dazu zur Verfügung in der Betreuung, in der Gestaltung des Täglichen. Und dann kommt man irgendwann an ein paar Eckdaten und dann fängt die Suche eigentlich auch erst an, wenn man diese Eckdaten für sich irgendwo ein Stück weit festgelegt hat. Das heißt nicht, dass man da total eingefahren sein muss und wenn man auf einmal das perfekte Match gefunden hat, was vielleicht nicht 100% auf diese Eckdaten zutrifft, heißt das noch lange nicht, dass man das nicht machen sollte. Aber
Ich glaube, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man grob weiß, wo wollen wir hin und auch zu wissen, auf was achte ich eigentlich. Ein anderer wichtiger Punkt ist ja auch leider Gottes das Monetäre, was einfach auch eine wichtige Rolle spielt in der Pferdesuche. Und da habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn man vielleicht nicht das meiste Geld zur Verfügung hat, finde ich, ist das gar kein Problem. Man muss nur dann auch ein bisschen Fantasie aufbringen und überlegen, wie kann ich vielleicht damit trotzdem die bestmögliche Lösung schaffen. Auch wenn das vielleicht bedeutet, dass es eher ein jüngeres Pferd sein müsste oder eben einen anderen Kompromiss einzugehen. Wichtig hierbei ist einfach nur zu überprüfen, was sind die Hilfestellungen, die ich dafür brauchen würde und kann ich das überhaupt liefern? Weil ansonsten bringt natürlich jeder Kompromiss nichts, wenn ich es im Nachgang nicht mit meinem Trainer oder mit meinen Stallkollegen zusammen lösen kann. Wenn ich ein Pferd kaufe, egal in welcher Sparte, das erleben wir tagtäglich. Ich bilde selber Pferde aus und versuche natürlich auch den jungen Pferden das so leicht wie möglich zu machen. Und so ist es auch, wenn ich mir morgen ein Pferd kaufe. Ich muss nicht erwarten, egal was ich für ein Budget zur Verfügung habe, dass es auf Anhieb gleich funktioniert. Das ist ein Prozess, der sich auch über ein Jahr hinzieht, bis ich mich mit dem Pferd eingespielt habe und am Ende auch die Hilfestellung habe von einem Trainer beziehungsweise mit einem Bereiter das Pferd weiter ausbilden kann. Und ich glaube, da muss sich jeder im Klaren sein, der das in seiner Freizeit betreibt, dass er sich einfach Hilfe holen muss. So, und wenn ihr jetzt diese Punkte schon mal gemeinsam besprochen und vorbereitet habt, dann geht ja die eigentliche Suche erst los. Wichtig hierbei ist natürlich, ja, zu überlegen, wen kann ich ansprechen auf der Pferdesuche, bei wem habe ich ein gutes Gefühl, wer kennt mich vielleicht auch als Reiter gut genug, um das mit einschätzen zu können. Ja, und dann geht's ans Pferdeprobieren und da versuchen wir euch jetzt gleich mal auch hier ein bisschen das Ganze näher zu bringen, welche Dinge für uns wichtig sind, worauf ihr achten solltet. Aber das seht ihr im nächsten Video. DKB, das kann Bank.